König Hodri. Was gibt es denn? Oh, kann ich den auch bestechen? Ich will uns zu Frieden verhelfen. Ich rede nicht über Frieden, solange mein Bruder Goriath nicht frei ist. Wenn du erst dem Frieden zustimmst, bekommst du ihn zurück. Würde etwas Silber helfen, diese Kröte zu schlucken? Mich kann man nicht mit geplündertem Silber... Okay. Reden, reden. Die ganze Zeit nur reden. Du gehörst zu Rodri, oder? Zu seinen Beratern. Das ist richtig. Ich weiß nicht, für wen gebe ich denn das Geld? Ich bin Uni Abkadwach. Sag mir. Er fragt mich bei jeder... Wir wollen Frieden. Ein Sack mit Silber. Nimm das hier. Tu damit, was du willst. Dann sind... Ich sollte Bischof Djorlaf berichten, was ich herausgefunden habe. Regeln wir das mit Blut, nicht mit schönen Worten. Kann ich jetzt keinen mehr ansprechen. Okay. Iva, könnte ich dich mit Silber besenden? Frieden. Glaubst du... Würde Silber... Vielleicht. Wenn es Silber gibt... Ja, mach das. Komm. Jetzt wedelst du mit Silber herum? Hast du so viel Angst vor den Bretonen? Eivor, meine Freunde. Ich habe mich umgehört. Hast du eine Entscheidung? Der Hauptmann der Wache wird Rodri raten, sich zu einigen. Es wird Frieden geben. Beten wir, dass Rodri seinen Rat annimmt. Mhm. Rodri! Weil sonst hätte ich die 650 selber behalten können. Ich fordere dich zum Zweikampf! Iva, der Knochenlose, der Rückgratlose, der Zahnlose, Mutlose... Du kannst mich nicht töten. Ich sterbe durch einen Drachen, wie die Seher es weissagten. Und dein Bruder? Schützt dein Schicksal ihn auch? Nein! Goriath! Ewart! Oh, so ein Arsch. Oh, ich liebe ihn. Allmächtigen ist Bringt ihn in Sicherheit. Los, schnell! Hedgehogs Geld behalten. Hört den Knochenlosen! Tränkt diese Kirche mit seinem Blut! Ah, Ewart! Viel zu leicht. Ich werde siegen. Wow. Hallo? Ey! Was noch? Oh, den kann ich filmen. Oh. Boah, der uns weggesammelt. Ich würde eigentlich ganz... So verhandeln Wikinger. Hätte er den trotzdem umgebracht? Wer die wahren Krieger sind. Iva, du hast den Frieden zunichte gemacht. Lass dich nicht vom Frieden täuschen, Bursche. Das ist nur die kurze Stille zwischen zwei Axthieben. Mein Gott, was für ein Massaker! Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ah, ein guter Test für dich, Junge. Herr, vergib uns. Bleib bei mir, Theolbert. Deck mir den Rücken und ich ziehe die Messer aus deinem. Gütiger Gott. Bleib hier, wo es sicher ist, Bischof. Hätten wir das verhindern können? Mit der beschissenen Tür! Gerade alle, die das schon gespielt haben, hätten wir das Gemetzel verhindern können? Nee, ne? Kann ich meine Leute rufen? So. Hey, komm her! Pikadier, du!
geschieht! Ich habe mich die ganze Spaß alleine. Ist noch einer, da ist noch einer. Komm mal her, mein Freund. Musst du noch mehr? Das ist doch blöd. Ich kann nicht hier meine Leute herrufen, dass die mit den Pfeilen beschießen. So. Nee. So, komm, hier. Wer? Nein, Gilbert! Steh auf! Habt ihr mich jetzt hier gerade mitgewechselt? Alter Eivor! Mädchen! Bischof Diorloff wissen lassen, dass es vorbei ist. Hat sie noch jemanden wundern? Nee, ich glaube, ich habe alles. So, ab zurück. Alter, Eivor. Du hast Rodris Bruder getötet, du Unhold! Unsere letzte Friedenshoffnung ist dahin. Ein Frieden mit Rodri ist so wahrscheinlich, wie dass du als Jungfrau stirbst, Bischof. Er ist zu gerissen, zu verschlagen. Eivor irrt sich, Eivor hat recht, Eivor hat getan. Was Eivor getan hat, spielt keine Rolle mehr. Es ist, wie es ist. Wir müssen unsere nächsten Schritte planen. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist sie ehemals in den Brunnen gefallen. Sie werden sich sicher in ihre große Feste zurückziehen. Sie ist nahezu uneinnehmbar. Dann hungern wir sie aus. Vernichten ihre Vorräte, bis sie um den Tod betteln. Lieber Gott, mehr Tote, mehr Krieg und zahllose Flüchtlinge. Das ist unsere einzige Möglichkeit, Diorloff. Du kennst dich am besten aus. Wo können wir sie treffen? Also... Nahrung und Vorräte horten sie beim Außenposten von Wenlokan, etwas südlich von Quadford. Rodri hat noch eine geheime Versorgungslinie.
Frag die Flüchtlinge beim Fluss, die aus den besetzten Dörfern geflohen sind. Rodrichs Bretonen werden zuschlagen, ehe wir bereit sind. Wohl wahr. Sie werden Ynir und seine Soldaten entsenden. Diese werden in Westburg ausgebildet, westlich der Turmruine. Du hast es nicht nötig, dass ich deine Hand halte, Evo. Ich gehe nach Westburg und kundschafte. Ich weiß, wie du kundschaftest. Am Ende werden immer Schwerter gezückt. Ich bin berechenbar wie Ebbe und Flut. Ich werde mit dir gehen. Und sei es nur für eine ehrliche Einschätzung unserer Lage. Ich stoße in Westburg zu euch, sobald ich etwas Schaden angerichtet habe. Bis dann. Eine Sache noch. Wir werden eine Fürth brauchen, ehe es zur Schlacht kommt. Versuche, Gefangene zu befreien, um unsere Reihen zu stärken. Geht klar. So, dann schauen wir doch mal Fertigkeiten. Ich hab gesagt, wir machen jetzt den Weg des Wolfes. Weg des Raben, nicht des Wolfes. Was sehe ich denn? So. Das haben wir weg. So, Quests. Kapitel 2. Eva schwächt die Kräfte der Bretonen, indem sie Versorgungswagen aufspürt und verbrennt. Sie. Sprich mit Flüchtlingen. Freund oder Feind? Freund. Frieden. Man sagte mir, ihr wüsstet, wo die Bretonen ihre Vorräte lagern. Sind wir Freunde, Dänin? Wenn es nach mir geht, ja. Nach Jahren des Blutvergießens, Plünderns und Brandschatzens. Vergib uns, wenn wir Dänen nicht trauen. Hier sind die Taschen. Ich kenne euer Leid. Ich habe kein Recht, um Hilfe zu bitten. Ich weiß, als Fremde habe ich kein Recht, euch um Hilfe zu bitten. Aber ich kämpfe, um diesen Krieg zu beenden. Wenn du wirklich gegen diesen teuflischen Roderi kämpfst, sage ich dir alles, was ich weiß. Die Bretonen lagern ihren Nachschub im Dustanbruch. Siehst du den Turm im Süden? Die Überreste des Hügeltors? Kurz dahinter findest du den Steinbruch. Ich danke dir. Einen Augenblick. Falls du noch mehr Hilfe brauchst. Mag sein. Gute Mercer arbeiten in diesem Steinbruch. Sie alle kämpften für Tan Merton. Wenn du in einer verzwickten Lage bist, dann preise seinen Namen. Die Arbeiter werden zu dir strömen. Also, Gott segne Tan Merton. Verstanden. Ach, was ist das denn? Ach, wer ist das denn? Abschiedsnachricht. Ale, es liegt nun an dir, auf deinen Bruder und deine Schwester aufzupassen. Während ich gegen die Bretonen kämpfe, du bist die Älteste und hast einen klugen Kopf auf den Schultern. Ich wünschte, Mutter wäre noch bei uns, aber nun ja. Betteln verspricht den größten Erfolg. Pass auf, dass Osred und Inga sich nicht in Schwierigkeiten bringen. Fatih. Sagen, reiten wir mal los. Garantiert begegnen wir noch den Eiferer zwischendrin, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wir haben auch noch eine Burg, die muss ich auch irgendwann noch einnehmen.
Ach, Kloster. Okay. Ich frage mich, ob das auch Auswirkungen hat, wenn wir zum Beispiel ein Gebiet eingenommen haben und mir danach brandschatzen, ob das dann auch was auf das Ende auswirkt. Weil ich meine, ich habe ja einige Kloster geplündert, nachdem ich ja schon die Gebiete zu unseren Freunden, unseren Bündnissen waren. Warte mal, war hier nicht ein Schnellreisepunkt? Müsste ich eher außen rum, okay. Der Dusternbruch. Voller Wagen mit bretonischen Formen. Der Dusternbruch. Voller Wagen mit bretonischen Vorräten. Wenn ich sie brandschatze, muss Rodri Frieden schließen. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Zerstöre die Vorratswege. Das haben wir doch schon mal gemacht mit der Fulke. Der blöden Kuh. Gefallen. Den erwische ich nicht, der ist zu weit weg. Das jetzt treff. Schade. Sind die jetzt aufgeregt oder? Ja, bleib doch mal stehen, mein Freund. Schweinerei. Okay. Ja, kämpfen! Männer!
komm her. Wegen Hammer Vierer. Aber gib mir die Schätze. Oh. Bat mich, die Gefangenen zu befreien, um die Fürth zu stärken. Sie braucht jeden Mann. Steht jetzt hier. Ach, gucke A. Oder an Merton. Zu uns auf den Feldern kam er und sprach, komm mit mir und kämpft. Los, alle mir nach. Wir griffen die Sicheln, die Hämmer, die Ketten. Uns zusammen mit Merton, uns alle zu retten. Sein Name gepriesen, er führte uns an. Wie in Wellen kamen Feinde immer neu heran. Er fällte Britonen, ihr Blut rann dahin. Und Metron war weiterhin mutig im Sinn. Mit einmal ward umzingelt er schnell von drei Mann. Er kämpfte mit Ehre, doch er starb daran. So weinet für Merton unser Tarn. So weinet für Merton, er hat Gutes getan. Sehr gut. Sag fuck. Na. Wo geht's denn raus da? Ich hätte vielleicht dich weggehen sollen, glaube ich. Sind wir hier alle? Hey! Ey, Freundchen! Ich glaube, hier haben wir alle. Also können wir da hinten... So, mehr gibt's hier nicht. Was ist denn da? Wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Oh, ich kenne mich doch hier nicht aus. Ich muss nach unten. Ach, hier! Jetzt kannst du ein bisschen, oder Gefangenenbefreiung. Ist hier irgendwo ein Krug mit Dingens? Muss es irgendwo einen Krug mit Öl geben? Boah, da gibt's noch was zu lesen. Alt. Inja, wir haben wie angeordnet einige Sachsen aufgenommen. Sie tun nichts außer Scheißen und Nörgeln. Bitte erlaubt es ihnen, die Kehle durchzustellen. Was? Was ist der denn drauf? Ist hier kein... Wieso komme ich da nicht rein? Muss mich jetzt veralbern?
Na okay, dann gehen wir mal nach oben. So. Das ist der Schatz, da ist nix. Ach, gucke ab. Das wäre erledigt. Auf nach Wenlokan und dem bretonischen Nachschub. Wenn ich jetzt gleich wieder brennen werde, nicht das neue Leder! Mir doch egal. Ich bin da durch. Gar nichts. Okay. Okay. Das haben wir. So, Vollgruppe wäre jetzt aber trotzdem nicht verkehrt. Oh, halt. Danke. Dankeschön. Hey. Oh, warte. Wo? Oh. Jetzt alle? Da oben. Hast du gehört? Iva der Knochenlose wollte unseren König ermorden. Überlebt? Nein! Nein! Ich hab den. Ah, ich wollte eigentlich den anderen. Hab ich jetzt so gerade gesehen. Scheiße. Ah! Oh. Okay, dich habe ich. Oh, schön, eine Kiste, da kann man noch was lesen und einfach aus Prinzip. Bericht, Idia. Wir lassen die gefangenen Sachsen nur mit nun im Steinbruch arbeiten. Sie sind verbittert, seit wir ihnen Anführer getötet haben. Ich habe noch nie Männer so langsam arbeiten sehen. Ich werde die Bestrafung verschärfen, bis sie endlich bessere Laune kriegen. Ach, das ist doch, guck mal hier. Mitarbeitermotivation. Guck. Da ist bestimmt auch noch irgendwo einer. Also Pilze. Da, guck, da ist noch jemand. Guck mal, da ist auch noch einer. Bekommen wir denn die ganzen... Sind die alle neu gespawnt? Nee, das kann nicht sein. Da das ganze Dreckslager ausgenommen. Doch, da hinten. Einer mit zwei Schilden. Das ist gut. Das ist doch aber langsam mal Alarm. Ah, es geht nicht zum Ärmel. Rettet euch selber. Ich bin weg. Nicht erreicht werden. Okay.
bin ich denn? Da scheint wieder eine Maske zu sein. Zeig mir, was vor uns liegt. Okay, so. Ah, oh, Hati. Mein Gott, Hund. Schon ist mein Pegasus aus Odyssee. Bin der Außenposten. Der Außenposten liegt. Ach so. Darf mich niemand sehen. Was ist meine Aufgabe hier? Durch das Plündern der Vorräte am Außenposten vermehrt schwächt Albert das okay. Der Außenposten von Wenlokan. Wenn ich den Nachschub stehle, sind die Bretonen geschwächt und werden Frieden wollen. Nein, ich konnte mich nicht bewegen. Scheiße. Manchmal ist die... Die Evo ist schon manchmal so... Ey, die ist schnell, mein Freund. Gefällt mir. Da. So, komm mal her, mein Guter. Natürlich nicht vernachlässigt. So. Nein! Oh! So viel die leider daneben. Weib! Ja, ja. Anweisung bezüglich der Gefangenen. Viel besser als jeder Nachschub. Solltet ihr Sachsen gefangen nehmen, so lasst sie am Leben. Wir werden sie uns zunutze machen, etwas um Welle aufzuschütten oder den Steinbruch zu arbeiten. Hier. Aber ganz schön Dreck am Stecken, der Kerl. Ich gebe dir die Freiheit. Wirst du für diesen Schier kämpfen? Natürlich. Ich will es auch hoffen. Bleib wach. Okay. Da hinten.
Wollen wir hoffen, dass der Typ ein bisschen sein Versprechen hält. Da. Okay, da. Vermerk eine gebändeten Seele. Heute sprach ein Tote zu mir, der Arme. Er sah aus, als wäre er eines schlimmen Todes gestorben. Er meinte, ein paar Münzen würden ihm dabei helfen, den Weg ins Jenseits zu finden. Ich bin so erschrocken. Stärker als bei Blitz und Donner. Ich gab ihm alles, was ich hatte. Ich muss einen Priester fragen, ob ich wirklich... Oh, warte mal, das ist... Haben wir den schon selber gesehen? Oder hatte ich das privat? Oder hatte ich das irgendwo in einem Let's Play gesehen? Da gibt es einen, der gibt sich als Toten aus. Ich glaube, das ist der... Vergammelter Käse. Ich hoffe, Blauschimmel. Okay, ich müsste eigentlich alles haben, außer die eine Kiste, ne? Ach, um Gottes Willen, guck mal, hier gibt es ja noch eine ganze Menge. Es fehlen noch Vorräte. Da ist die Kiste. Wie komme ich denn da hin? Wie kommt... Hä? Da komme ich runter. Okay, aber wie komme ich da hoch? Ach, hier ist eine Schnur. Und dann über den Ast und dann darüber. Und da lang. Okay. Was? Nein. Okay, das funktioniert. Das funktioniert auch. Okay, das haben wir aber wo? Ah, guck mal da oben. Schönes gibt. Ging es jetzt hier hoch, da. Mach ich auch. Okay, so. Okay, da hat es noch einen Schatz erkannt. Das ist aber nur ein normaler. Das muss da oben in der Höhle sein. Hier. Gibt es? Steinbruch und Vorräte erledigt. Okay, aber den nehme ich mir jetzt auch noch mit, wenn wir jetzt einmal hier sind, und dann haben wir alle. Schielwert in Westbroch. Ehe Iva noch mehr Unheil anrichtet. Haben wir. Jesus Maria, wo muss ich denn jetzt noch hin? Oh je. Ich glaube, ich werde es auch langsam beenden. Weil, ich zumindest auch schon seit über 5 Stunden, jetzt werde ich langsam so Kopfschmerzen. Dann besuchen wir Iva eben beim nächsten Mal, aber ich sollte vielleicht nicht hier neu laden, weil ich nicht weiß, ob die alle respawnen. Gibt es hier einen Weg? Da. Oh. Schnell noch dahin. Wenn er das hier wiederkommt, die sind alle respawnen, dann das erste, was ich machen darf, ist erstmal mich wieder freikämpfen. Dann suchen wir Iva eben beim nächsten Mal. So. Ja. Genau. Dann mache ich hier Schluss. Ja, auch auf YouTube. Ciao und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.